Da kam aber das schneeweiße Vögelein geflogen und sang. Hüt dich, sieh dich für. Und da gingen die Gretel die Augen auf, dass sie der alten böse List durchschaute und sagte, zeiget's mir's zuvor, wie ich's machen muss, dann will ich's tun. Gleich setzte sich die Alte auf das Ofenbrett und die Gretel schob am Stiel und schob sie so weit in den Backofen, als der Stiel lang war. Und dann, knapp, schlug sie das eiserne Türlein vor dem Ofen zu, schob den Riegel vor, musste die alte Hexe drinnen brickeln und braten und elendig umkommen zum Lohn ihrer Übeltaten. Gretel aber lief zum Hänsel, ließ den aus dem Gänsestall und der kam heraus und fiel vor Freude dem treuen Schwesterchen um den Hals. Sie küssten sich und weinten vor Freude und dankten Gott. Das schneeweiße Vöglein sang: Perlen und Edelstein für die Brotbröselein.